Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Spyro 3, Year of the Dragon aus der Reignited Trilogy. Zum Ende hin läuft es doch immer besser mit dem... nerv mich nicht. Mit dem Aussprechen des Titels. wir haben jetzt, glaube ich, nur noch über... die Kristallinseln. Und hier die Wüstenruine. Oder Ruinen, ich weiß es nicht. Hier kann man auch sehen, dass da oben Leben sind. Ich meine, das wäre im Original auch gewesen, dass auf dieser komischen Insel, wo man eigentlich nicht hinkommt, dass da Leben sind. Also gibt's... Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Machen wir erst die Wüstenruinen zuerst. Oder Wüstenruine. Wüstenruinen. Machen wir zuerst. Und dann machen wir die Kristallsachen. Und dann können wir schon den Boss besiegen. Und dann noch das Barks-Level. Dann das Bonus-Level. Und dann die Trophäen. Da haben wir heute einiges vor. 7200 Edelsteine haben wir. Ach stimmt, wir dürfen ja auch noch Geldsack anrempeln. Okay. Ich bin auch mal gespannt, wie Frau Lara Croft hier aussieht. Erzähl mal. Hallo, du musst Spyro sein. Es reden viele Leute davon, wie du ihnen geholfen hast. Könntest du mir helfen, meine Freundin Tara zu finden? Sie wollte das Grab des Steingolems ausrauben. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich würde ja selbst im Grab nachsehen, aber da sind so viele Skorpione. Stell dich mal an, ey. Die sehen noch ein bisschen furchteinflößender aus, die Skorpione, als im Original. Ach ja, das ist ja hier der Kopf da. Gut, dann fangen wir mal an. Blubberwasser sieht hier auch sehr schön aus. Achso, das ist der Dicke, der Feuer macht, ne? Ja, ja. Ach stimmt, diese komischen Dinger gab es ja auch noch, diese Öfen, nenne ich sie mal. Ja. Dankeschön. Ich finde, Musik ist hier auch ziemlich nah am Original dran. Von Instrumenten und so. Oh, der hat aber dicke Arme. Der hat aber dicke Arme. Okay, da haben wir soweit alles. Dann kann man weiter düsen. Ich habe auch das Gefühl, dass die nicht ganz so lange also die Glut oder die Hitze auf diesem Ding da haben. Auf dieser Plattform. Aber wie gesagt, ist halt, ich habe nur das Gefühl, dass das so ist. Ah, da gibt es ja noch dieses 2D-Level mit Sheila. Dich habe ich vorzeitig schon kaputt gekriegt. Da ist er. War das ein Zusatzlevel hier drin? Ich weiß nicht, ob es hier einfach weitergeht. Ich glaube, hier geht es einfach weiter und er will dafür Asche haben. Na, wir quatschen einfach mal mit ihm. Spyro, ich wette, du freust dich, mich zu sehen. Ich kenne zufällig das Passwort, mit dem man die Tür zum Grab des Steingolems öffnen kann. Nur ist es mir gerade entfallen. Du verstehst schon. 800, ja komm. Aha, also gut. Das Passwort zum Öffnen des Grabes ist... Bist du bereit? Gutgläubig. Okay, da geht's dann einfach weiter im Level. Alles klar. Dann machen wir hier draußen erstmal weiter. Dann machen wir nämlich erstmal dieses bescheuerte Level mit Sheila zuerst. Na?
Jetzt fangen die Glocken auch noch draußen an zu läuten. Ist ja passend, ey. Okay, dann machen wir erstmal die Hand zuerst, würde ich sagen. Und dann von da aus düsen wir zu Sheila. Das müsste, glaube ich, funktionieren. Ja, super toll. Versuchen wir aber direkt nochmal. Oh, die nehmen wir mit. Na. Ah, siehste, geht doch. Wunderbärchen. Sparks wollte schon wieder den grünen Edelstein nicht aufnehmen. Na gut, aber wir machen erstmal das olle Sheila-Level hier. Hi Spyro, lange nicht gesehen. Ich gehe jetzt ein bisschen wandern. Ab und zu sehnt man sich schließlich nach den einfachen Freuden vergangener Zeiten. Findest du nicht auch? Naja. Okay. Parts. Ich weiß gar nicht, ob man die blauen, kann man die normal... Kriegt man die normal kaputt? Ja, kriegt man auch normal kaputt. Ich glaube, zwischendurch lag hier auch noch ein Ei. Schön, dass man da wieder hochkam. So. Ich dachte, das sah so aus, als ob das irgendwie dann unten stehen bleiben würde. Das ist das erste Ei. Lester. Oh, immer diese heulenden Viecher, ne? Zack. Ja, da habe ich aufs Maul gekriegt, mal wieder. Der lag auch in der Luft. Eieiei. Gut, dass das deaktiviert wird, nachdem der tot ist. Das war auch Glück. Oh, wir haben endlich wieder... Wir haben endlich wieder Sparks. Mit einem Leben, geil. Also voll aufgeladene Sparks. Jetzt Sparks leuchtet. Das kann natürlich sein, dass das Leuchten der vierte Trefferpunkt ist. Pete, muss ich gleich mal drauf achten. Also es sieht schon sehr extrem aus, wie Sparks leuchtet. Ich glaube, das hängt damit irgendwie zusammen. Okay, dann machen wir erstmal hier weiter. Und ja, ich glaube schon, ne? Jetzt leuchtet Sparks weniger. Gut, Nelly. Immer aufs Maul. Wie ist das hier eigentlich mit dem Könnerpunkt? Hier gab es doch einen, ne? Ich meine, das wären die... Zerstör alle Meeresalgen, genau. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Kriegen jetzt, glaube ich, erstmal einen Schlüssel. Dann können wir schon mal direkt... Können wir schon mal direkt die Tour aufmachen da hinten. Da werden wir auch jetzt direkt hingehen. Dann haben wir das nämlich schon hinter uns. Und dann... Machen wir im Level weiter. Oh. Das war ja gar nicht mal so wenig. Gut.
Dann machen wir jetzt weiter. Dann müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal rechts. Da war nämlich noch ein Ei. Beziehungsweise links. Kommt jetzt drauf an, von welcher Seite man das sieht. So. Hier oben hin. Und dann können wir nämlich hier runterdüsen. Und uns das Ei holen. Wen haben wir denn hier? Andy. Gesundheit. So. Ja, schön. Unsichtbare Wand. Ist immer wieder toll. Ich liebe es. Aber dich nehmen wir gerne wieder mit. Und dann können wir jetzt auch richtig fortfahren im Level. Liegt da noch was? Nein. Ich muss unbedingt an diesen einen Edelstein denken, der hier oben, da oben auf dem Ding liegt. Der hat nämlich, glaube ich, auch beim letzten Durchgang gefehlt. Also beim Original. Und da sind wir jetzt schon am Ende, glaube ich, vom Level. Dann gehen wir erstmal raus, würde ich sagen. Und gehen dann nach oben. Spitztitte, wuhu! Wir holen hier erstmal alle Edelsteine und dann kümmern wir uns um die Dame. So, guten Tag. So, so, sieh dich nur an. Kommst hierher, um das Grab auszurauben, nachdem ich die ganze Arbeit erledigt habe. Ich habe den ganzen Tag lang Schalter gedrückt und Kisten rumgeschoben und du spazierst hier einfach rein und willst den Schatz. Na, dann nimm ihn doch. Es ist eh nur ein schäbiges Ei. Er hat sehr dicke Unterschenkel und ein offenes Knie irgendwie. Marty! Bleibst du auch hängen? Nee, schade. Ist hier noch was? Nein. Gut, dann ab wieder rein. Und dann kümmern wir uns mal um Ihmchen hier. Was macht der denn hier? Nein. Okay, wir machen erstmal den tot. Der nervt nämlich. Und ich kann mir jetzt tot machen. Okay. Da ist das Level von Jäger. Da haben wir jetzt noch einen Schmetterlingsjäger. Ist bestimmt, dass wir eine bestimmte Anzahl an Leben bekommen haben, könnte ich mir vorstellen. Also eine bestimmte Anzahl an Leben, also Laser kaputt gemacht. So. Ist hier auf den Treppen noch? Nein. Dann geht's ab hier rein, würde ich sagen. Hier ist nix. Dann würde ich sagen, machen wir direkt als erstes die Sache mit Jäger. Trainiere meinen neuen Zermantarochen, die neueste Technologie zu tragen. Superstarke Unterwasser-Raketenwerfer. Willst du mal drauf reiten und Hain einheizen? Das sah gerade so, als ob der eine Krone auf hätte. Der Mantarochen. Sie haben die neueste JX-5 Unterwasser-Zielsuchmunition. Mhm. Also wir müssen die nur kaputt machen. Oh, oh. Lass dich nicht von Sprengmunition treffen, okay? Ich will mein neues Haustier nicht verschrecken. Versuchst du es nochmal? Ja, natürlich. Na los, auf sie! Okay, einen hätten wir schon mal. Da ist ja schon mal ein Anfang. Besser als eben.
dich nicht von Sprengmunition. Wie soll man die denn loswerden? Versuchst du es nochmal? Na los, auf! Zwei auf einmal, Double Kill. Lass dich nicht von Spreng. Versuchst du es nochmal? Haben wir noch eine andere Funktion? Kreis zum Feuern? Ja. Ein Turbo. Ja, beste wäre, denke ich mal, nicht hinterher fliegen, also tauchen, sondern immer von vorne treffen. Haben die eine feste Route, dieses Schwimmen? Da ist aber Sparks ganz schön gut drauf gewesen gerade. Yes! Nicht schlecht geschossen! Wo hast du zielen gelernt? Oh, übrigens, Bianca wollte, dass ich dir dieses Ei gebe. Sie sagte, sie hat es aus Versehen für 5 Minuten in ein Wollhaar-Mammut verwandelt. Aber es müsste noch okay sein. Mhm. Sadie. Okay, wir haben alle Eier. Das heißt, es gibt keine zweite Runde zum Glück. Können wir die so kaputt? Nee, da müssen wir mit dem Ding fliegen. Aber ich sammle jetzt erstmal hier alle Edelsteine auf. Das kann natürlich auch noch sein, dass hier noch so ein Ding, so eine Kiste ist, die wir nur damit kaputt kriegen. Da habe ich doch gerade was glänzen sehen. Okay, ich gehe mal eine Etage höher. Ja, siehst du? Ich schätze mal, 25 Edelsteine werden uns noch fehlen. Da liegt noch was. Ist das ein 25er? Ne, ist ein 5er. Da liegt noch ein 2er. Das waren aber mehr als 2, die wir gerade dazu bekommen haben. Irgendwie zählen hier, wie sie Bock haben. Da hinten irgendwo. Ah, ein 5er. 2 fehlen uns noch. Hier vorne, sagst du? Da habe ich es doch gesehen. Ha! Sehr schön. Da haben wir uns jetzt noch den Fähigkeitspunkt. Fähigkeitspunkt. Du kannst nur zum Spaß auf dem Mantarochen reiten. Ja, gerne. Viel Spaß! Dankeschön! So. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das hier sind, aber die leuchten ja so schön. Deswegen sind die ein bisschen auffällig. Oder sind die nur hier außen verteilt? Das wäre natürlich sehr nett. Da ist noch eine. Da haben wir ihn doch. Sehr schön. Kunstgalerie freigeschaltet. So, ich möchte nicht mehr. Achso, man konnte da, glaube ich, dann einfach hier reinschwimmen, so, und dann hier oben raus. Genau. Kannst nur zum Spaß ab. Nee. Okay.
Übrigens, wenn du Bianca triffst, sag ihr, sie soll zu mir kommen. Ich hab ihr Tauchstunden versprochen, sobald die Haie weg sind. Ja, ja. So. Jetzt müssen wir aber erstmal die neue Kunstgalerie angucken. Bis dahin sind wir, glaube ich, gekommen. Genau, dann haben wir hier den Eispickel Rhinox und den Elch. Ich bin gerade überlegen, wo die herkommen. Weiß ich jetzt nicht. Dann Pyradama und Flugrhinoxe. Die waren doch, glaube ich, aus dem... in dem ersten, nicht in dem ersten Level, sondern in dem dritten Level, was wir gemacht haben. Wolkentürme oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Hammer- und Bohrhammer-Rhinoxe. Die waren, glaube ich, aus Schilas. Also der linke aus Schila. Glaube ich. Oh. Entschuldigung. Und der Bohrhammer weiß ich jetzt nicht. Dann haben wir hier den Gärtner, genau, und den Flugrhinox. Die waren aus dem Level von Sergeant Bird. Vor allem die Gärtner, die fand ich super. Speer- und Bombenwerfer-Rhinoxe. Aus, also Bombenwerfer auf jeden Fall aus Feuerwerksfabrik und der Speer, glaube ich, bezaubernder Grat. Kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche. Mini-Mammut und Feuerwerfer-Rhinox. Die waren aus dem Eisaltäre, glaube ich, so hieß das. Oh, Bass und chinesischer Feuerdrache. Also chinesischer Feuerdrache war natürlich aus der Feuerwerksfabrik und Bass war der Gegner, also ein Zwischenboss. Sieht auf dem Bild sehr komisch aus. Naja. Flusskrebskönig, Mantarochen und Spinnenkönigin. Das sind die Endbosse aus den Sparks-Leveln. Dann haben wir noch die Schlafmütze und Spike. Spike war auch wieder ein Zwischenboss und die Schlafmütze war so ein Mini-Boss, nenne ich es mal. In einem spukenden Sumpf oder irgendwas mit Sumpf auf jeden Fall. Scorch, den haben wir jetzt vor kurzem erst besiegt und die Zauberin, die werden wir bald besiegen. Ja, das war's schon. Gut, dann können wir dieses Level beenden und uns in das letzte Level begeben. Ich entschuldige mich dafür, dass ich mich so räuspern muss und husten, aber ich hoffe mal, dass ich das Husten rausschneide, weil das war nicht schön. Und meine Nase fängt schon wieder an zu jucken. Das ist nicht schön. So, 7100 Edelsteine. Wunderbärchen. Ich muss mich mal hier ein bisschen in meine Decke einmümmeln. So. Ist irgendwie ein bisschen kalt. Okay, dann dürfen wir jetzt zu den Kristallinseln. Und da freue ich mich schon sehr auf die Rutsche, weil die Rutschsteuerung war nicht so... Also sie war nicht so direkt. Also man kann nicht so enge Kurven machen irgendwie. Und das wird, glaube ich, noch sehr lustig da, weil diese Rutsche sehr lang ist. Mann, Mann, Mann. Okay, bin ich mal gespannt hier. Spyro, du darfst es keinem verraten, aber wir haben der Zauberin Magie geklaut. Wir verstecken uns hier und üben, damit umzugehen. Leider, es gab einen Unfall und alles ist zu Kristall geworden. Das scheint die Wesen hier aufgebracht zu haben. Okay. Diese Bäume sehen lustig aus. Diese Bäume.
Oder was es auch immer ist. Es sieht irgendwie lustig aus. Aber es gefällt mir, das Level. Ein Mini-Schinkelchen mit dem riesigen Kopf. Süß. Okay. Die muss man doch mit Feuer machen. Das sind die falsch geschriebenen Biber. Schildkrötchen. Sparks hat wieder keinen Bock. Ach genau, die Kraken gab es ja hier auch noch. Mr. Krakus. So, haben wir hier alles? Ja. Dann können wir weitermachen. Also die Bäume sehen lustig aus. Edelsteinchen sammeln. Ah, da gibt's diesen Eisdings. Hier kann man anscheinend alles mit Feuer kaputt machen. Das ist schön. Ich weiß, die Musik gefällt mir irgendwie. So. Okay. Willst du einen Zaubertrick sehen? Passe gut auf. Wie du siehst, habe ich nichts in die linke Ärmel und nichts in die rechte. Aber jetzt, ich wedele mit den Händen und sag das Zauberwort Alakazam! Rop, rop, rop. Cool, dass sie so aus dem Wasser entstehen. Das mag ich. Du tot. Du tot. Du tot. So. Ruhe im Puff. Da ist ein Ei, habe ich gerade gesehen. Aber wir sammeln hier erstmal die Edelsteinchen auf der Plattform hier ein. Können wir jetzt zum Ei düsen. Mani, Mani, Manier. Da kommen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Dann düsen wir einfach hier unten hin. Muss er wahrscheinlich nochmal zaubern? Ja, natürlich. Willst du den Trick noch einmal sehen? Also gut. Aber du musst wissen, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Alakazam! Okay. Dann geht's hier drüben weiter. Da hat er nochmal was zu erzählen. Was los? Diese ganze Magie ist nur Irreführung, weißt du? Deshalb starte ich diese Wirbelwind da drüben. Abracadabra. Abracadabra. Hast du es bald mal? Das hat ganz schön lange gedauert. Hier unten müssen wir auf jeden Fall noch ins Wasser rein. So. Oh, alle kaputt. Da war doch hier noch einer. Da. So. Dann stehen hier noch so ein paar Fläschchen rum. Und das war's schon. Nice. Das ging ja fix. Es ist ja schade. Mein Gott, kannst du das nicht einfach machen, dass das immer da ist? Okay, ich zeig's dir nochmal. Wenn du genau hinsiehst, siehst du vielleicht, wie das geht. Abracadabra. Bäh. Kamera, ey. Deswegen hat das auch so lange gedauert, weil das wahrscheinlich nur so lange da ist, wie der das macht.